Mitten im Shoppingviertel von Hongkong liegt das weltweit preiswerteste Michelin-Restaurant. Bei Ho Hung Kee gibt es Teigtaschen, Klöße gefüllt mit Schweinefleisch oder Shrimps und andere Gerichte für nicht mal 5 Euro. Der Restaurantführer lobt in jüngster Zeit immer öfter kantonesisches Essen. Das familiengeführte Ho Hung Kee hat schon zum 3. Mal in Folge einen Stern abgeräumt. Die Leute glauben, dass Restaurants mit einem Michelin-Stern sehr luxuriös sind. Die Tatsache, dass so ein kleiner Laden ausgezeichnet wurde, ist ein Zeichen der Anerkennung für Hongkongs Esskultur. In dem einfach gehaltenen Restaurant wandern rund 1000 Gerichte am Tag über den Tresen. Viele Gäste kommen von weit her, um hier zu essen. Ich habe schon andere Michelin-Restaurants ausprobiert, zum Beispiel in Shanghai. Das hier passt für ganz normale Leute. Es gefällt mir sehr gut. Aber nicht jeder sieht das so positiv. So manch einer findet, dass ein Ein-Sterne-Restaurant in Hongkong bei weitem nicht mit einem Ein-Sterne-Restaurant in Europa mithalten könne. Das kümmert die Besitzer des Ho Hung Kee wenig. Sie haben schon ein zweites Restaurant eröffnet.